Insekten sind keine Tiere. Block. Ah, zählt wirklich nicht. So schade. Frechheit. Bodenlos. Wir müssen weiter. Gesund und sicher läuft noch, aber ist fast durch. Gibt es da viele Tiere? Ja, aber starke Tiere. Müssen wir gucken. Da hinten, da kommt schon ein Frosch. Hallo? Ich sehe die Spielfigur nicht. Ist verbuggt gerade. Wirklich nicht. Jetzt, okay. Alles cool. Block. Ja, das zählt alles. Bienen auch. Nein, Bienen sind wieder Insekten. Das ist was ganz anderes. Wegen Chitin und so. Das habe ich in Art gelernt. Block. Block. Hier, das ist ein Tier. Der blaue Wolf bestimmt auch. Ich habe ihn angeschossen. Zählt das jetzt auch? Nein, den Frosch. Ach, der ist jetzt auch weg. Ich glaube, es muss der letzte Schuss sein. Und Fletcher. Floater, Entschuldigung. Floater zählen auch nicht. Wolf. Mach den kalt. Schnell. Aber der hängt schon die ganze Zeit jetzt hier rum, der Wolf. Das ist ganz komisch. Ist ja sonst auch so früh da. Habe ich irgendein Tier überhaupt vernünftig gezählt bekommen gehabt? Was für eine Frechheit. Aber wir waren dabei. Wir haben Staatsanleihen bekommen. Ein Anfang. Oh Gott, wir sind fast gestorben. Ein bisschen weiter. Wo gibt es noch Tiere? Tiere. Also ich werde immer angegriffen beim Fotoschießen. Hier oben. Und zwar von Maulwurfsratten oder Bären. Ist ja noch besser. So, Ballistobock. Habe ich den genommen? Oh Gott, nein. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Die kommen. Springen die auch hier runter? Seid ihr auch so blöd? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Weiter! Keine Gnade. Vielleicht ganz kurz Ballistobock auswählen. Hier unten, Ballistobock. Ja. Und dann noch... Besuchertee. Und der Twist. Weil sie da ist. Perfekter Kaugummi. Na gut. Ausnahmsweise. Und die Moni wieder mitnehmen. Nicht, dass sie uns ausgeht. Block! Du Ratte, du! Kritisch. Alter Schwede. Das ist ein Impro-Gewehr. Das haut gut rein. Wie er noch ganz kurz ohne Kopf geschrien hat. Ja, hier werde ich angegriffen. Wenn schöneres Wetter wäre, dann würde ich jetzt ein paar Bildchen schießen. Aber, also es ist ja schönes Wetter, aber es ist halt nur nachts. Da. Maulwurfsratte, sag ich doch. Immer wieder. Und sie sind nicht alleine. Vielleicht können wir auch die Ratte-Scherde. Noch einer. Noch einer. Ja. Komm her. Flummidu. Schön. Noch 13. Ich gehe ganz kurz runter. Oh, oh. Vorsichtig. Mein lieber kleiner Sturmtruppler. Sind sie hier? Oft sind die hier unten. Aua. Also manchmal. Es gab mal eine ganze Zeit lang... beim Ausgangspunkt von diesem Schnellreisepunkt gab es einen Ratthirschback. Da standen dann irgendwie 20 Ratthirsche rum. Schade eigentlich. Vielleicht kommt er irgendwann wieder. Wie Nuklear Winter. Ich höre ja schon auf. Nee, gar nichts. Aber irgendwas wird hier bestimmt noch rumlungern. Ja. Verbrannten Wanderer. Brauche ich nicht. Ich brauche Tiere. Tiere. Wo gibt es noch viele Tiere an einem Ort? Grafton fällt mir gerade ein. Sind Meyerlurks Tiere? Ja, da könnte man natürlich... Schalentiere. Hirschkuh, ja. Kommt her, ihr Ratten. Mit Schleichboni. Block. Block. Geht doch. Da ist das Rudel. Die Herde. Was passiert hier? Ah! Waren das alle? Ich glaube, ja.
fürs Erste weiter. Das sieht hier sonst alles sehr, sehr tot aus. Die Wüstenmod. Global Warming heißt die. AOS Global Warming bei Nexus. Ah! Na, na. Sturmtruppler. Gegen Radhirschkuh. Psycho-Radhirschkuh. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wow, wie viel Gestrüpp hier einfach mal rumsteht. Herrlich. Das Ding habe ich noch nie zuvor gesehen. Schon cool. Und der Codec flippt wieder aus. Das ist ein Supermutant. Nein, nein, ist in Ordnung. Bin ja fast in Grafton. Querfeld ein. Auf dem Weg werden wir schon noch andere Tiere finden. Radhirschkuh, ja, kommt her. Euch mache ich alle. Euch brauche ich auch. Zack. Die kommen oft nicht alleine. Im Gegenteil, das sind sehr soziale Tiere. Die leben in Kommunen. Alles kann, nichts muss. Da. Noch vier. Wow, das ging aber schneller als erwartet. Macht sich echt gut, das Gewehr. Ich glaube, wir würden mehr Schaden machen, wenn wir manuell zielen. Das geht ja auch ganz gut. Aus der Third Person. Aber jetzt sind alle Tiere tot. Zumindest hier in der Gegend. Hm. Wo werden wir hier bitte erlöst? Das sieht ja aus, ey. Wie so ein verseuchter Strand halt. Echt schön eigentlich. Postapokalyptisch schön. Vorsichtig, ihr könnt noch Floater sein. Der Skorpion zählt wieder nicht, ne? Oh. Er hat uns gewittert. Schnell! Weg hier. Das sind Meyerlurks. Können wir gleich mal ausprobieren. Ah! Meine Güte. Auf den Stachel soll ich schießen, ne? Aber dann muss ich auch wieder... Muss ich auch wieder zurückscrollen. Das ist manchmal sehr anstrengend. Gut. So. War doch so, ne? Mehr Schaden beim Zielen. Zeig mal bitte. Sag ich doch. 25% mehr Schaden. Dann ziehen wir manuell. Aber es war sowieso auf dem Rückenpanzer. Dreh dich um, Keule. Es ist vorbei. Oh, hat gereicht, ne? Schön. Offensichtlich haben wir genau in so eine Rille reingeballert von seinem Panzer. Die Bewegungsrille. Ein sogenannter Scharnierknorpel. So, weiter. Links lang. Nee, bei Wavy Willards. Da gibt's nur Verbrannte. Aber das ist ein Biber. Wo genau? Wels? Da hinten. Den gönne ich mir. Nein, nicht abhauen. Es sind zwei. Plock, noch einen. Biber meine ich jetzt. Und danach noch ein anderes Tier. So, ist gut. Einen noch. Ein Tierchen. Ach, wie schön. Wirklich? Ja, sicherlich technisch nicht mehr ganz up to date, aber... Aber trotzdem, es hat seinen ganz eigenen Stil. Fallout 76. Da, da hinten. Da ist noch ein Biber. Come on. Block! Und schon sind wir fertig. War das Premium oder was? War das Epic? Und schon sind wir auf Rang 80. Nice. Jetzt noch Asbest und niedere Teufel. Also die sind echt schnell gemacht. Warte mal. Da können wir ja auch ohne Expedition rein. Das war Casinoviertel, ne? Ja, das war das Casinoviertel. Hier können wir auch wieder mit den richtigen Waffen spielen. Mit Klopper... Ne, Quatsch, Don Kloppy. Der Stiefschwester von Klopperina. Da drüben. Da müssen wir hoch. Da warten sie auf uns. Hoffentlich auch außerhalb einer Expedition. Schleichen bitte. Schleichen bitte. Psch. Ah! Sie haben uns gewittert. Ja. Ist alles am Start. Nice! Aber es müssen drei sein.
Sind hier drei? Nee. Wir dürfen gleich nochmal rein. Aber ist ja nicht so schlimm. Unten könnten noch welche sein. Ah! Überwuchert, da. Ah, nein, come on. Mein schöner Schrott. Den lasse ich mir nicht durch die Lappen gehen. Hier. Offensichtlich hat irgendwer anderes ihn dann getötet. Die Käppenmensch. Die haben wir nicht umsonst gesammelt. Gut, dann einmal bitte raus. Irgendwo hin. Gerne auch ins Camp eines Mitspielers. Ui. Direkt beim Schnellreisepunkt der Verkaufsautomat. Sehr geschäftlich. Das freut mich. Eine schöne Holzhütte hatten wir auch mal in den Bergen. Das waren noch Zeiten. Und da ist... Del Lawson war das, ne? Richtig. Glaube ich. Er ist nicht Maximus. Ich wollte das mal klarstellen. Oh, wie nice. Säure. Oh. Und da... Da ist das... Ja, genau, da ist das Pflanzensammelding. Was ich mal erwähnt hatte. Apropos, eine Sekunde. Nicht, dass ich mal irgendwie ganz random hier den Raider-Kollektron verpasse. Ich sollte da einmal pro Aufnahme nachgucken. Camp. Und dann Nützliches. So, oh, hier ist, sag ich doch, hier ist neuer Kram dazugekommen. Pfand aus Verkaufsautomat. Sehe ich hier gerade zum ersten Mal. Eisschrank. Ist der Kryo? Nee. Der ist nicht Kryo. Hätte ja sein können. Und das Dingeling haben wir gekauft, stimmt. Oh mein Gott, was hatte ich noch gekauft gehabt? Den wollte ich im Hauptcamp aufstellen. Ich schreibe mir das hier mal eben auf. Ja, ach du Schande, Mensch. Ach du Schande. Wie heißt der? A und D. Händler. Boot, danke sehr. Nicht vergessen. Ach so, hier sind generell neue Sachen dazugekommen. Neuer Rucksack, Kryptidenjäger-Rucksack. Zeig mal bitte. Oh, 500. Na gut, ausnahmsweise. Wow. Was für ein mieses Wetter. Und das direkt zum Einstieg in eine niegelnagelneue Aufnahme Fallout 76. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen hier im verregneten Ödland von Appalachia. Aber warte mal, stopp, ich habe doch eine Wetterstation. Sag mal, was stimmt denn da nicht? Oder war der Regen nur außerhalb der Bubble? Ganz kurz überprüfen. Wissenschaftliches Interesse. Oh, ich habe ja noch den Wallsuit an. Vom Fotoshooting. Ja, es ist genau so. Wir haben quasi unsere eigene Donnerkuppel. Fehlt nur noch Tina Turner. Meine Gute. Ja, die Gute. Auch viel zu früh von uns gegangen. Wir wollen uns umziehen. Zack. Den ganzen Pumps bitte. Und da brauchen wir eigentlich nicht mehr im Wallsuit bleiben. Wir wollen was Neues anziehen. Wie wäre es mit? Wie wäre es mit wieder? Nee, stopp, eine Sekunde. Langer Jägermantel, natürlich. Vielen Dank für das Geschenk nochmal. Mottenmann-Gasmaske und Gefangenenhalsring. Irgendwo muss er sein. Mit oder ohne Flügel? Das ist jetzt hier die Frage. Ja, wir könnten die Flügel eigentlich dazu tragen. Hat schon was, ne? Ja, aber tragen wir jetzt gerade den Rucksack? Ja, wir tragen den Rucksack. Aber wir lassen... Nee, Quatsch. Rucksack ist bei Klamotten. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Rucksack aktiviere? Da. Oh, das ist ja noch besser. Ich dachte, das würde total verglitschen oder so. Haben wir nicht zufällig auch noch einen Rucksack, der zu den Flügeln sehr gut passt? Das wäre ja toll. Sind wir doch auf verwandte Seele? Wir gehen gleich in die Action rein. So viel kann ich schon mal verraten. Vielleicht ganz kurz ein kleines Nickerchen. Und schon genießen wir den Vorteil von mehr EP. Das ist toll. Leo, du kriegst gleich auch noch eine Cola. Und direkt hier zum Einstieg stand auch noch das Event Packesel aus, aber das war ganz schnell wieder weg. Offensichtlich kam ich zu spät. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ballistobock, wir haben 300 Tasche, das reicht. Und für alle Fälle ein Hochspannungshefeweizen. Legendär gut. Okay, 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 okay. Absolute Konzentration. Irgendwas. Ja, können wir mitnehmen. Alle drei zusammen. Und damit wäre der Kryo-Kühlschrank leer. Wir wollen
den Rucksack ummodeln. Wir wollen irgendwas finden, was zu unseren Flügeln passt. Und ich finde, zu den Flügeln sollte irgendwas Organisches. Wir haben doch einige Rucksäcke, die so ein bisschen organisch sind. Rucksackskin. Hier. Stopp, nein. Das hier muss ich ändern. Alles andere ändert nur die Anhänger. So, mal gucken. Irgendwas Organisches aus Haut oder so. Richtig. Oder Chitin. Der ist neu, ne? Den habe ich gekauft. War das der? Aber der passt nur bedingt dazu. Später, mein Freund. Später. Es wird immer ein später geben. Hier. Ogua. Chitin, sag ich doch. Haben wir noch eine andere Möglichkeit. Irgendwas muss mit den Flügeln synergieren. Da. Wäre auch nicht schlecht. Der Affe. Naja, gut. Sanitäter. Schön rot. Würde rausstechen. Hier, Thanksgiving Füllhorn. Oh, so schöne viele Rucksäcke haben wir. Eine tolle Sache. Nee, dann muss es nicht organisch sein. Dann nehme ich was Rotes. Und zwar diesen Rucksack. Sieht bestimmt gut aus. Zeig mal bitte. Hallo? Ja. Wie schön das Nuka-Cola-Schild da rausguckt. Nice, nice, nice. Wir feuern die Routine ab. Das gehört dazu. Denn wir brauchen den ganzen Kram. Immer. Und offensichtlich habe ich das schon getan gehabt. Bevor ich die letzte Spielsession Fallout 76 beendet hatte. So, womit wollen wir dann eigentlich kämpfen? Don Kloppy nach wie vor. Ja, oder. Oder vielleicht mal. Kommt auch auf die Daily Ops an. Oh, Tunnel der Liebe. Da können wir gleich mitmachen. Zum Reinkommen, zum Reinkommen. Keine tödliche Rüstungsdurchdringung. Wir dürfen also blutig bleiben. Don Kloppy, du hast uns viel Freude gebracht in den letzten Stunden Aufnahme. Aber ich denke, es ist Zeit für was anderes. Elderchens. Ah, da brauchen wir aber auch die richtige Munition für. Glaube ich, habe ich gerade nicht. Außerdem ist Elderchen, so wie Eldi, immer noch nicht im Top-Zustand. Erlösung. Könnte man machen, ne? Da könnten wir auch das Dingens nutzen. Das Hochspannungshefeweizen und das Heftchen zum Erweitern des Schadens von Plasmagewehren. Flammenwerfer oder Schuss. Schuss ist mir lieber. Flammenwerfer ist so viel stärker, aber trotzdem, wir haben ja noch Hallo Holly Feuer dabei. Die kann uns flammentechnisch so ein bisschen dann unter die Arme greifen, wenn wir es brauchen. Klopp, klopp, am nächsten Mal. Höhere Waffengeschwindigkeit, auch sehr nett. Klopperina. Ach so, ich wurde mehrfach gefragt, ob ich mal wieder meine Loadouts zeigen kann. Mache ich jetzt mal ganz schnell. Aufgepasst. Die Pause-Taste schon mal mit dem Mauszeiger. Ne? Leicht kitzeln. Dies hier ist mein Schrotflinten-Loadout. 3, 2, 1. Dies hier ist mein Scharfschützengewehr- oder Einzelschussfeuer-Loadout. Dies hier ist mein Autogewehr, also Schnellschusswaffen-Loadout für kleine Schnellschusswaffen. Dies hier ist mein schwere Waffen-Loadout. Dies hier ist mein Einhand-Nahkampf-Loadout. Dies hier ist mein Bau, also Camp-Bau und Rüstungsbau-Loadout. Dies hier ist mein Radkauf- und Reise-Loadout zum Endstrahlen, zum Einkaufen gehen und zum Schnellreisen. Dies hier ist mein Zerlegewaffenherstell-Loadout. Erklärt sich von selbst, ne? Dies hier ist mein Armbrust-Loadout, was zu wenig benutzt wird. Und dies hier ist mein Öffnen- und Farmen-Loadout. Dann kommt hier noch mein Blitzgewehr-Loadout. Und hier zum krönenden Abschluss mein Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Oh. Ja, hat man bestimmt alles gesehen, ne? Den Rest einfach erraten. Viel Glück, wir legen los. Wir nehmen dieses Loadout. Wir müssen dann die Erlösung auf die 3 packen und auch Muni mitnehmen. Ein Glück habe ich nochmal geguckt. Meine Güte. Das wäre fast schief gegangen. Wir brauchen... da. Oh, Wahnsinn, wie viel Schuss wir dafür haben. Nice. Und die 556er Ultrazit können wir wegpacken. Aber so viel hatten wir davon auch gar nicht mehr. Aber wir haben 5000 Schuss. 556er. Haben wir genug im Verkauf? Nicht wirklich, ne? Die hat irgendwer gekauft. Okay. Packen wir die mal wieder in den Verkauf. Für einzelne. Alles andere wäre Quatsch. Also noch spüre ich es nicht so richtig.
dass der Munitionsdrop verringert wurde. Aber mal gucken, ne? Vielleicht werden wir diesen Schuss irgendwann doch noch los. Doch wir sollten uns bei allen anderen Munitionsarten das Limit bewahren. 1000 Schuss ist mehr als genug. 5 mm haben wir schon 1000 im Angebot. Ich mach mal die Kiste hier voll, ne? Hier, die Kiste der Hoffnung. Oh, da ist einer. Na, Ben. Hallo, hallo, hallo. Wir grüßen dich. Einmal bitte hier hin. Wir legen ab. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. 45er. Brauche ich nicht. Keine normale. Kaliber 50. Weiß ich nicht. Das kann weg. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Die behalte ich. 5 mm weg. Da kann ich noch aufstocken. Das ist Muni für Hallo Holly Feuer. Fusionszelle brauche ich. Gamma-Patrone brauche ich. Gleisbolzen irgendwann auch. Das kann weg. Das verkaufe ich noch. Pfeile weg damit. Normale Plasmakartusche weiß ich nicht. Und Schrotmunikan weg, weg, weg. So, was dürfen wir denn heute Schönes machen? Viele Dinge. Aber so viele Dinge sind es halt auch nicht mehr, ne? Nur noch 16 Level. Oh, tatsächlich. Wir haben immer noch doppelte Score-Punkte. Also rein rechnerisch ist ja heute ein Tag nach dem Doppelscore-Event, aber wird halt morgen erst umgestellt. Das ist ja schön. Das ist ja ganz grandios. Da müssen wir gleich ein bisschen uns was einflößen. Zack und zack. Und ja, Twist, der Leo kriegt noch seine Cola. Und da sind wir hier auch wirklich schon weg. Schneller als man denkt. Da drüben, Leo, 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 wir sind gleich weg. Willst du noch eine Cola haben? Hm? Keule? Ansonsten kriegst du doch wieder halbe Depression. Aber ich verstehe das. Ich brauche auch meinen Koffein. Hier, Cola für dich. Ich habe ja hier gerade einen Kaffee stehen. Cola kann ich so schlecht dosieren. Cranberry-Cola, bitteschön. Und dann wieder Grape. Später dann, wenn wir Level 100 haben, für mehr AP. Wir möchten einem Team beitreten. Oh, es sind ja noch richtig viele Leute unterwegs. Hier wäre auch gerade noch ein Team für eine Daily Ops. Wollen wir mal gucken, ganz kurz. Sind die gerade drinne? Stopp. Hey, was war das? Irgendwer hat mich hier gerade gehackt. Er ist noch drinne. Weil er gerade anfängt oder gerade aufhört. Nee, das kann man ganz normal spielen. Wow, perfektes Timing. Das ist ja super. Schalte den feindlichen Anführer. Okay. Aber nur meine Rüstung. Ist der tot? Ja. Der ist tot. Kannst einsteigen. Ich glaube, durchgeladen hat er jetzt trotzdem. Macht sich ganz gut mit dem Rucksack. Innerhalb der Flügel. Naja. Haben wir gut gemacht. Wir waren ein guter Team, ein sehr guter Team. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier abkassieren durfte. 14 Minuten, naja gut. Da hättet ihr euch ruhig ein bisschen beeilen können. Beim nächsten Mal, ne? Blutbefleckt Plasmawerfer. Bloody 3 Sterne. Ich habe schon ewig Zeit nichts mehr blutig bekommen. Ist dies hier ein Blutig-Server? Sollten wir vielleicht irgendwas rollen? Gute Frage. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.